Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Tower Defense Mode. So. Das bedeutet, wir haben alle zufällige Einheiten. Also jeder die gleichen, aber sind zufälliger. Fangen wir mit der Priesterin an. Fernkämpfer finde ich immer nicht schlecht. Ja, ebenfalls zweimal Priesterin, einmal hier mit dem Wanderer. Upgrade. Ja, wir machen mal einen. Ja, Tower Defense Modus. Kennt ihr ja. Einheiten bewegen sich nicht. Alle geschickten Söldner werden zu Nahkämpfern, alle Wellen werden zu Nahkämpfern, während unsere alle zu Fernkämpfern werden. Also auch die Nahkämpfer haben dann eine große Reichweite und die, die sowieso schon Fernkämpfer sehen, haben noch eine größere, wie man sieht. Könnte sogar hier rüber schießen. So, geht los. Ja, ganz viel haben mit der Priesterin angefangen. Macht natürlich auch Sinn. Oh, Ratten. Ich finde Mana-Rösser natürlich super stark. Kacken nicht ab, also nicht so früh. Und können dann. Das ist eine Dual-Lane? Sieht so aus. Machen wir so. Sollte reichen. Ach, die haben auch eine starke Reichweite schon. Übers halbe Feld. Upgrade. Rattenangriffe. Letztes Mal Tower Defense schon eine Weile her. Aber da war es so, dass die Ratten. Die Masken waren das. Die konnten bis rüber schießen auf die andere Lane. Sollte ja mit der Priesterin auch funktionieren. In dem starken Fernkampf. Wenn der andere drüben seine schwache Seite ausgebaut hat, müsste das funktionieren. Oh, Gargoyle natürlich auch gut. Den nehmen wir mit. Dafür reicht leider die Kohle nicht. Den könnte man eigentlich auch hier so hinstellen. Sollte auch gut funktionieren. Ja, geht auf Atome. Es gibt sogar den Magier-Buff. Den Legion-Spell. Das ist nicht verkehrt. Ja, zwei Gargoyles platziert. Gulen hat gehalten. Machen eine Turtle rein. Ja, Seeschlangen sind auch nicht schlecht, ne? Die haben ja dann. Die können ja dann doch mal ganz gut von hinten aus angreifen.
Machen wir so. Ja, ist vielleicht doch nicht so schlau, wenn die nochmal zurückgehen. Okay, meine hat schon mal nicht gehalten durch die Turtle. Stark. Pyrus. Pyrus immer stark. Da baue ich lieber ein paar mehr, weil Pyrus stark sind. Na, er hat ein APS gebaut. Ah. Wenn wir jetzt wieder einen Turtle reinschicken. Turtle ist immer gut, weil er hat hauptsächlich magischen Schaden. Ist Turtle immer eine gute Option. Wir holen einfach zwei Worker. Muss nichts bauen. Hab schon starke Einheiten stehen. Da habe ich extra die Bazookas hingestellt. Pulverisieren ist natürlich auch stark. Noch eine Turtle rein. Sollte es auf jeden Fall halten. Sehr schön. So will ich das sehen. Oh, die Maske hat ein Problem, ja? Ich hab gehalten. Aber ich will auch alles ab. Elite Archer, super strong. Den nehmen wir mit. Dann bauen wir die Ratten auf. Genau so. Dass die schön alle rechts lang gehen. Siehst du? Die Masken schießen rüber. Es funktioniert. Ich glaube, es können nur die Masken, weil die halt mehrere Ziele mit einmal anvisieren. Hauen wir noch mehr Worker rein. Als Leader Archer gebaut. Trotzdem viel magischen Schaden. Schick weiter mit Turtles rein. Sarg total nutzlos. Bringt gar nichts. Yasuha mit Flechtschaden als Tank. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Können wir ein bisschen noch einen King aufwerten.
Alles hat einen magischen Schaden und Stichschaden. Relativ viel. Das heißt, nächste Runde ist er schwach. Let's go, boys. Können wir gut eine Blut reinhauen. So. Strahlende Nimbus, nicht schlecht. Wir könnten hier einfach mal ein Upgrade draus machen. So. Turtle mit rein. Das Pyro steht schon mal, das ist super gut. Ja, das habe ich. Und da komme ich wahrscheinlich durch. Gucken mal. Ja. Sogar noch der eine mit Mini-Leben. Sehr gut. So, Harpchen, die bewegen sich aber gar nicht. Ich weiß nicht, die Seepferdchen bringen, glaube ich, auch nichts, weil. Weil der Heal einfach so schwach ist. Machen wir noch Bienen rein. Blut rein. Der Nita Archer sollte das machen. Get Linker noch mit am Start. Oh. Jawohl. Jawohl. Können wir uns locker noch zwei Walker gönnen. Magier ist natürlich super stark, na. Kann man den pulverisieren? Auf die Vulkankanone. Zwei Pyros aufwerten. Kann ich dann hier noch einen zum Zeus machen? Nächsten beiden Waves schicke ich nichts, ich schicke auf 13 wieder was. Also Autosend, logischerweise. Und die Maske schießen mit rüber. Für mich gut, für ihn aber ein bisschen schlecht, weil der Schaden dann rüber geht zu mir. So, oh, das ist gut. Den nehmen wir mit. Und dann haben wir rechts die Reihe komplett. Er hat gar nicht so viel, also eine Linie gebaut, anstatt hier so rechts an der Seite vorbei.
Maulwurf rein. Gerade für den Harpien und den Elite Art schon nicht schlecht. Für die nicht schlecht, die Tsunamis. Ist der Maulwurf super. Gucken wir mal, ob wir noch ein Pack wieder reinkriegen. Ansonsten Dinos. Eiersack. Nehmen wir mit. Ja, Baum ist nicht so geil. Machen lieber mal ein Upgrade. Oh, ich hoffe, es hat überlebt. Ja. Sehr gut. Ich bin durch. Ein bisschen Aufprallschaden reinschicken. Wie so ein dicken Ogre. So, holy shit. Jetzt sind wir aber gierig. Jetzt sind wir aber gierig. Oh, jetzt kommt der erste Mimik. Hat aber noch nicht einmal Kohle gekriegt. Ah. Zu gierig. Ja, zu gierig. Hydra ist trotzdem stark, so. Aber man könnte natürlich noch mehr rausholen. Ja, eine Stufe verbessert. Verarscht mich doch hier, oder? Machen wir einfach noch einen rein. Noch einen Mimik. Sonst scheint keine Eiersäcke zu bauen. Nur ich. Zumindest von meinem Team. Oh, Schamane. Tot. Ah, der Dicke lebt noch. Aber hat von den anderen einer Eier gebaut? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nur ich. So.
Ende. Zum ordentlich Blocker nachgeladen. Ordentlich gefressen. Kein Mimik. Aber wir haben überlebt. Oh nein. Das ist ja kacke. Wenn die anderen alle durchgelassen haben, sind meine Eier jetzt kaputt. Okay, ich weiß, warum die anderen keine Eier spielen. Sehe ich ein. Jetzt habe ich hier 5 beschissene Hydras. 3 haben eine Stufe aufgestiegen und 2 sind komplett am Anfang schon abgekackt. Hat 800 bekommen. Trotzdem hält er das gut, ne? Obwohl er 800 gekriegt hat. Nahkämpfer mit rein. Oh, Tore sind nicht schlecht, aber wir müssen mal Upgrades machen. Not enough go. Not enough go. On your mark. Jetzt ist magischer Schaden natürlich nicht so da, außer die Pyros. Und sie. Dann warte ich lieber die auf. Komm, noch mega locker rein. Abgewehrt. Aber wird es wohl nicht schaffen. Okay, wir haben Stich, wir machen aber das. Wir werten den auf. Die werten wir auf.
Casket will ich nicht bauen. Dann machen wir hier lieber noch mal ein paar Elementare hin. Hey. Sind aber schon alle tot. Ja, ist das Positioning natürlich sehr wichtig, je nachdem wie man seine Einheit platziert, können die mega lange aushalten. So, Fürsten des Todes. So sieht das doch gut aus. Ganz viele Fürsten dazu gepackt. Die kann ich dann alle noch upgraden, also soweit es geht. Aber durch die Drachenspawns nochmal extra Power. Der ist gerade so an die Nahkämpfer rangekommen. Noch mehr Fürsten. Kann ich für 80 Piepen irgendwas aufwerten? Nö, ne? Dann spare ich das Gold. Ich könnte Ratte aufwerten, aber es bringt mir nichts. Noch gut dabei. Wir sind auch noch ganz okay dabei. Schick Kraken rein. So. Was können wir jetzt reinschicken? Der Ogre vielleicht? Ja, so. Oh, Alter, 2300. 2500 da gekriegt. Der Dick ist schon mal tot. Jawohl, mehr Drachenspawns. Ich könnte es sogar halten. Je nachdem.
Der ist gleich weg. Ich bin noch gut dabei. Ich halte das. Ich hab gehalten, ne? Sehr gut. Die Fürsten des Todes sind einfach zu fett. Und gewonnen. Sie kam noch nicht mal ran, um zu kloppen. Sehr geil. Victory. So will man das sehen. Perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. 4 gegen 4, Tau Defense Mode. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.